Ich sitze hier mit unseren Friends, unsere richtigen Freunde vom Anfang an, vom ersten Moment von Club Rotation, waren die schon da. Und ja, der letzte Moment ist noch lange nicht in Sicht und ich glaube für den auch nicht. Call Me Mañana, Scooter. Yo, HP, erzähl mal. Ja, klar, das ist die neue Single und wir sind gerade auf Tour. Und alles läuft eigentlich recht gut. Und HP, wieso bist du so seriös? Ja, das liegt daran, es ist noch recht früh, sonst interviewst du uns immer mitten in der Nacht, wenn wir alle schon ein bisschen breit sind. Also ich glaube, beim letzten Interview, das habe ich mir angeguckt, und ich dachte, oh Gott, das sind nicht wir. Doch, das ist aber gut. Gehört auch dazu, klar. Nee, aber jetzt müssen wir uns auch ein bisschen schonen, weil das schlaucht ganz schön, so eine Tour. Wir haben irgendwie 17 Termine in Deutschland, fast jeden Abend, immer mal einen Day off und dann wieder 4 Shows. Und man hört das, ich bin ein bisschen heiser, also das geht schon an die Substanz. Hey Scooter, macht Scooter eigentlich auch Nebenprojekte? Viele Bands, die so viele Erfolg haben mit sich selbst, machen auch so, produzieren auch andere Leute. Oder habt ihr auch Interesse in sowas? Oder sagt ihr, nee, nach diesem Album machen wir unser Album und. Also Interesse ist auf jeden Fall da, wir versuchen das immer wieder. Wir haben es auch geschafft bei Dons, Pump Up The Jam haben wir produziert, ja. die Videoversion. Aber oft scheitert es ein bisschen daran, dass wir eben Promotion haben, Auftritte und wieder selbst für uns produzieren. Ja. Aber ich denke mal, in Zukunft werden wir auf jeden Fall noch Dinge in der Art machen. Ist es ein bisschen ein Nachteil, dass ihr selber produziert, selber alles schreiben und auch selber auf die Bühne steht? Weil andere Projekte, die haben natürlich den Produzenten, die im Studio arbeiten. Und dann ist irgendein Projekt dann auf Tour und der Arbeit geht weiter. Ist es bei euch ein großer Nachteil oder ist es egal? Ich denke mal, es ist ein Vorteil, weil man hat einfach viel mehr in der Hand. Man kann viel mehr selber steuern, anstatt dass man irgendwie ausgesetzt ist dem Produzenten. Die schreiben halt ein Lied und dann muss man auf die Bühne, sondern wir können es halt selber lenken. Ich denke, es ist ein Vorteil. Und auf Tour, kalmer, ruhig an oder richtig Power, Scooter? Also das sind eigentlich anderthalb Stunden Vollgas bei uns auf der Bühne. Und wir haben jetzt erstmal Deutschland, danach machen wir Europa noch den ganzen Februar. Ja, und dann werden wir erstmal eine Woche Urlaub machen. Ich werde wohl Skifahren. Ich will Skifahren. Versuchen, wenn ich heil wiederkomme, dann gehen wir erstmal ins Studio und werden mal eine ganze Zeit verschwinden und neue Sachen machen. Kann ich auch schon sagen, eure Zuschauer, unsere Zuschauer schon sagen, wie das nächste Album wird? Oder meinst du, ey, das geht total auf in Richtung Scooter ist Party, ist Vollpower oder auch so ruhige Sache, weißt du noch? Diese, oh, das war so schön. Ja gut, wir haben vielleicht bestimmt wieder also ein, zwei ruhige Titel. Ansonsten, ja, das war so schön. Ansonsten erwarten natürlich die Fans auch immer ein bisschen Dampf bei uns, ist klar. Aber wie es letztendlich wird, kann man überhaupt noch nicht sagen. Schön, diese also wir überraschen uns eigentlich immer selbst damit, wie es so läuft. Sorry. Wir überraschen uns eigentlich immer selbst damit, was so passiert im Studio. Man kann es nie vorher planen. Okay, gut. Scooter, Call Me Mañana. Wie war das Videodreh? Auf dem Pferd, kalt. Du mit deinem Cowboyhut, sagt super kalt, aus. Ja, der Marlboro Man. Yeah, man, John Wayne. Also, das Glück, egal wo wir drehen, ob wir nur nach Miami fliegen oder nach Südspanien, wo es eigentlich immer gutes Wetter sein soll, wenn wir ankommen, regnet es oder schneit es. Ja. Das war hier auch wieder so. Wir haben so ein paar günstige Momente am Tag irgendwie erwischt und dann gedreht. Ansonsten haben wir dann da auch im Wohnwagen gesessen und abgewartet, bis es wieder ein bisschen besser wurde. Aber es war schon krass. Ich glaube, nächstes Mal machen wir trotzdem ein Interview später. Ja, das kann sein. Wir sind alle noch ein bisschen geschafft. Okay, jetzt gehen wir natürlich schnell zu einem Video. Dankeschön, Scooter. Später live on stage. Das heißt... Vollgas.